Willkommen zu einem neuen Guide und dieses Mal soll es um die Dungfresserpuppe gehen. Ist ja sehr begehrt. Es hat lange gedauert, bis wir herausgefunden haben, wie man sie bekommt. Ich habe sie jetzt erhalten. Muss sagen, als Tank wunderbar. Die hält echt verdammt viel aus. Schadenstechnisch gibt es Aschegeister, die deutlich besser unterwegs sind. Aber man sieht es, wenn ich Schaden kassiere, ist das schon heftig. Hin und wieder haut aber auch der Dungfresser ordentlich Schaden heraus. Aber das ist eher wellenmäßig. Prinzipiell super Tank. Hin und wieder auch guter Schadensausteiler. Aber als Tank ist er echt eine Granate. Und auf jeden Fall zu empfehlen. Wie ihr das Ganze jetzt bekommt, gehen wir durch. Wichtig ist, ihr müsst die Dungfresser-Quest bis zu dem Punkt abschließen, wo ihr die 4 Saaten gesammelt habt. Wenn ihr da noch nicht seid, in der Infokarte hinten im Abspann und unten in der Beschreibung findet ihr die Quest. In der Quest weise ich auch an dem Punkt speziell darauf hin, dort nicht weiterzumachen. Also keine Sorge, ihr könnt es eigentlich nicht verpassen. Wir werden auch die Rani-Quest starten müssen. Nachdem wir sie gestartet haben, dürfen wir nicht weitermachen. Wenn ihr nicht wisst, wie man die Rani-Quest startet oder dort Probleme habt, auch da habe ich Videos in der Infobeschreibung. Also ihr könnt quasi nichts verpassen. Ich gehe Schritt für Schritt alles durch, damit ihr eure Puppe bekommen könnt. Doch springen wir mal zu dem Punkt, wo es interessant wird. Ich hoffe, ihr habt diesen Waypoint. Von hier laufen wir los. Wenn nicht, auch hier erkläre ich in der Dungfresser-Quest, wie ihr hier hinkommt, wie ihr den Dungfresser in der Kanalisation freischalten könnt, gehen wir dort explizit durch. Hier gehe ich erstmal davon aus, dass ihr zu diesem Part schon vorgedrungen seid, denn wir müssen einmal den Dungfresser aufsuchen. Die 4 Saaten habe ich auch schon zusammengesammelt. Von daher können wir gleich direkt den Dialog mit ihm starten, sobald ich ihn gefunden habe. Wir müssen nur noch die Treppe hoch. Und dann sind wir auch schon fast da. Er sitzt hinten schon auf seinem Stuhl. Wir quatschen ihn an. Der Dialog startet. Und gleich können wir ihm die Saat geben. Oder Selvius Trank. Wenn ihr Selvius Trank noch nicht habt, gar kein Problem. Zeige ich euch gleich, wie man ihn bekommt. Hier haben wir jetzt die Auswahlmöglichkeit. Die Saat dürfen wir ihm auf gar keinen Fall geben, denn sonst bekommen wir nur seine Rüstung und nicht die Punkte. Wir geben ihm gleich Selvius Trank. Der ist essentiell erforderlich, um die Puppe zu bekommen. Deswegen springen wir einfach mal in die entsprechende Questline und holen uns Selvius Trank dort ab. Dafür reisen wir zu Ranis Turm. Hier haben wir ihn und starten dort die Rani-Quest. Wichtig, wir starten sie nur, sprechen mit den Geistern, dass der Vorhang gelüftet wird. Dann machen wir nicht weiter. Ihr dürft Nokron nicht abschließen, denn sobald wir ihr den Dolch geben, wird Selvius etwas zustoßen und dann kriegen wir den Trank nicht mehr. Deswegen nur die Quest annehmen, in Ranis Dienste gehen, die Geister, die im Turm sind, ansprechen, dass der Schleier gelüftet wird und das war's. Im Anschluss reiten wir direkt hier zu Selvius Turm. Er wartet dort schon auf uns. Er hat gesagt, wir sollen ihn hier besuchen, sprechen mit ihm, führen den Dialog mit ihm komplett durch, bis wir gleich seinen Trank erhalten und sobald wir den haben, können wir weitermachen. Nachdem wir seine Aufgabe angenommen haben, überreicht er uns den Trank. Hier haben wir den Trank. Mit diesem Trank laufen wir wieder zurück zum Dungfresser. Und nun, da wir Selvius Trank haben, können wir ihm diesen Trank verabreichen. Wie gesagt, wenn ihr Selvius Trank noch nicht habt, steht euch diese Auswahloption nicht zur Verfügung. Dann müsst ihr euch eben den Trank holen. Den haben wir jetzt. Von daher können wir mit dieser Storyline weitermachen, ab diesem Punkt aus. Jetzt wählen wir die
Option mit Servius Trank aus, bestätigen das Ganze. Der Dungfresser ist darüber nicht ganz so glücklich, aber interessiert uns jetzt erst einmal nicht. Nachdem der Dialog durch ist, gehen wir wieder zurück zum Waypoint Rannis Turm. Und hier laufen wir zu diesem Spot ungefähr. Denn dort verbirgt sich der Puppenraum von Selvius. Der ist versteckt hinter einer geheimen Tür. Die kann man entweder aufschlagen oder da vorne steht ein Mage, beziehungsweise da taucht er jetzt auf. Den hauen wir um und nach ein paar Sekunden wird sich dann hier dieser Schleier lüften. Die Treppe wird sichtbar. Wir laufen durch. Wir machen hier nur Folgendes. Wir laufen komplett nach hinten durch zum goldenen Schimmer. Lesen uns hier einmal durch, was er hier schreibt. Dann haben wir hier eine unsichtbare Wand. Die öffnen wir, laufen weiter. Dort sehen wir auch den Dunkfresser. Ansonsten machen wir hier gar nichts. Nun düsen wir wieder zurück zu Selvius. Der versteckt sich immer noch in seinem Turm. Auch in Rannis Quest haben wir nichts gemacht. Wir sprechen mit ihm, führen sämtliche Dialoge durch, denn gleich müssen wir eine bestimmte Option auswählen. Sprechen ihn nochmal an und er fragt uns auch so ein bisschen, wem wir den Trank gegeben haben. Nepheli oder wie man sie ausspricht, haben wir den Trank nicht gegeben, aber wir sagen es ihm und wir fragen ihn über seine Gemächer. Hier haben wir mehrere Dialoge, also wir müssen über seine Gemächer mehrmals mit ihm sprechen, bis zu dem Punkt, wo, wenn wir die Option auswählen, er uns Puppen verkauft. Hier kaufen wir irgendeine. Jetzt wird es ein bisschen tricky. Nachdem wir die Puppe gekauft haben, habe ich mich zurückteleportiert, bin zu ihm hingelaufen. Es hat nichts gebracht. Ich habe alle Puppen gekauft, die er mir angeboten hat. Das hat nichts gebracht. Dann habe ich alles gekauft, was in seinem Inventar war. Das hat nichts gebracht. Habe mich hin und her teleportiert. Habe auch am Ort der Gnade gerastet. Was bei mir allerdings was gebracht hat, war, dass ich am Ort der Gnade auch ein bisschen Zeit verbummelt habe. Quasi Zeit vertreiben bis Mittag, bis Mitternacht, bis Mittag, bis Mitternacht und so weiter. Dann bin ich wieder zurück zu Selvius geritten und hatte eine neue Option. Hier müsst ihr ein bisschen rumprobieren, ausprobieren. Wenn ihr die nötigen Runen habt, kauft ruhig alles von ihm. Eventuell muss man auch einfach nur ein bisschen Zeit verstreichen lassen, bis man die entsprechende Option hat. Wie gesagt, da müsst ihr euch ein bisschen durchkämpfen und durchtesten. Und wenn wir jetzt wieder zu ihm kommen, haben wir die Option, ich möchte eine neue Puppe. Wenn wir diese Option haben und diese jetzt auswählen, können wir die Dungfresserpuppe von ihm kaufen. 5 Sternsplitter möchte er dafür haben. Wenn ihr diese Sternsplitter nicht habt, weil es euer erster Durchlauf ist, gehen wir das gleich auch nochmal kurz durch, damit ihr an eure 5 Splitter kommt und dann letztlich diese schöne Puppe kaufen könnt. Aber an diesem Punkt ist jetzt die Puppenquestline abgeschlossen und ihr seid stolzer Besitzer der Dunkfresserpuppe. Den ersten Sternsplitter haben wir in Limgrave und da bin ich jetzt hier direkt an der Kante. Ich bin von hier oben einfach straight nach unten durchgelaufen bis zu dieser Kante hier. Und prinzipiell an diesen Spots, wo ihr solche Konstrukte seht, finden wir die Sternsplitter. Das ist Nummer 1. Nummer 2 haben wir auch in Limgrave. Und zwar von diesem Waypoint reiten wir einfach hier hoch. Auch hier wieder direkt an der Kante haben wir das nächste Konstrukt. Hier ist auch einer, den habe ich eingesammelt, um mir dann auch letztlich die Puppe für den Dunkfresser leisten zu können. Den nächsten Splitter haben wir in Liurnia und genauer gesagt hier an dem Spot, wo ich auch schon gerade warte. Ich bin von hier so ein bisschen hier schlangenartig hochgeritten, bin jetzt an diesem Spot und da gibt es auch wieder bei demselben Konstrukt den dritten Splitter. Nun geht's weiter in Selit.
Und ich befinde mich hier auch schon direkt an dem nächsten Spot. In unmittelbarer Nähe habe ich aktuell keinen Waypoint, aber macht ja auch nichts. Und auch da wieder direkt an der Kante haben wir den nächsten Spot für einen weiteren Splitter. Den nächsten haben wir wieder in Limgrave, ganz unten auf der Insel. Da befinde ich mich. Und genauer auch hier wieder an der Kante. Dort wartet der nächste und letzte Splitter auf uns. Und somit müsstet ihr jetzt alles zusammen haben. Ich zeige euch nochmal zwei weitere Spots. Die sind ein bisschen weiter im Spiel. Da habe ich meine herbekommen. Und zum einen sind wir hier im Altus-Plateau. Und hier bei der Schattenburg können wir einmal an der Seite vorbeilaufen. Und wenn ihr hier weit genug lauft, habt ihr dort auch wieder einen Splitter, den ihr euch dort ziehen könnt. Oder wenn ihr noch weiter im Game vorangeschritten seid, das ist beim Schloss Soul. Und auch hier, wenn ihr hier an der Kante lang reitet, müsstet ihr hier einen haben. Dort habe ich auch für den Dung-Eater meine Splitter gesammelt. Somit solltet ihr jetzt auch genügend Splitter haben, um euch dann auch letztlich die Dung-Eater-Puppe Asche leisten zu können.